Theresa muss lernen. Die 18-jährige Schülerin bereitet sich auf eine anstehende Prüfung vor. Doch so ganz bei der Sache ist sie nicht. Immer mal wieder lässt sich Theresa von ihrem Handy ablenken. Gibt es was Neues auf Facebook? Hat vielleicht jemand eine Nachricht geschickt? Genau darauf möchte Theresa in der Fastenzeit verzichten. Keine unnötige Ablenkung mehr. Ähnlich ist es bei ihrer Freundin Jana. Auch die 22-jährige Studentin schränkt während der Fastenzeit den Konsum der digitalen Medien ein. Das heißt, der Fernseher ist tabu, Handy und Computer nur dann, wenn es unbedingt sein muss. Ein Verzicht, der Jana ihre Gewohnheiten wieder mehr ins Bewusstsein ruft, aber auch eine unerwartete Herausforderung ist. Also ich denke, dass es jetzt gerade, weil ich eben Ferien habe, sehr schwierig sein wird, die Zeit anders zu nutzen. Also weil wenn man so viel Zeit zur Verfügung hat, dann setzt man sich einfach schnell mal vor den Fernseher oder spielt eben Spiele am Handy oder am Computer. Und ich denke dann einfach, sich andere Beschäftigungen zu suchen, wie ein Buch zu lesen oder ja, das ist einfach dann schwierig, da auch was zu finden, weil man sich einfach so daran gewöhnt hat. Anstatt in der digitalen Welt zu versinken, wollen Jana und Theresa also gerade jetzt mehr am realen Leben teilhaben. Freunde treffen zum Beispiel. Die beiden kennen sich schon seit Kindertagen, sind aktiv in der Jugendbewegung ihrer Heimatpfarrei. Und doch haben auch sie untereinander oft nur Kontakt über das Internet. Es ist schon schwierig für junge Leute, weil einfach viel über diese sozialen Netzwerke laufen. Ja, organisatorisch, ja, immer. Und da möchte man einfach, also ich möchte halt einfach nur eben das, was sie wirklich machen muss, was sie wirklich braucht und eben diese ganzen, ja, Spielereien, Zippereien aus Langeweile einfach weglassen. Weglassen möchten die beiden Mädels jetzt in der Fastenzeit auch die Süßigkeiten. Während sowohl Theresa als auch Jana unter dem Jahr ganz gerne mal etwas naschen, so ist das jetzt gestrichen. Beide sind vom Fasten überzeugt und stehen auch nicht alleine da. Also es kommt immer darauf an, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich eher keine Exotin. Also wir sind eine ziemlich große Gruppe, wo wir alle eigentlich gemeinsam fasten. Und ja, da ist es dann natürlich auch einfacher. Aber jetzt so im Studium bin ich schon ziemlich allein. Also da gibt es jetzt nicht so viele Leute, die das auch praktizieren. Zumindest nicht aus dem Hintergrund, den ich jetzt vielleicht habe. Diese Einstellung entspringt dem Elternhaus. Geprägt von einer katholischen Erziehung sind die jungen Frauen beide tief im Glauben verwurzelt. Die Entscheidung zu fasten haben Jana und Theresa aber schon seit vielen Jahren für sich getroffen. Im Jugendalter setzt man sich mehr damit auseinander und ja, da wird man dann halt einfach selber eben so drauf aufmerksam, hey, das bringt ja wirklich was. Und ich bin auch eben sehr gläubig und ich denke mir einfach, Jesus hat so viel für uns geopfert und hat uns so viel aus Liebe geschenkt. Und wieso sollten wir ihm dann nicht auch was schenken, was, ja, mein klar, seine Liebe ist bedingungslos, aber für einen Menschen ist das einfach, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn wir was zurückgeben können. Und durch mein Opfer möchte ich ihm halt ein bisschen was von meiner Liebe, die ich bekommen habe, eben zurückgeben und ihm auch zeigen, Jesus, ich liebe dich. Aus voller Überzeugung gemeinsam durch die Fastenzeit. In der Verbundenheit gelingt dies oft leichter. Die beiden ehemaligen Oberministrantinnen nehmen in der Fastenzeit auch die Angebote der Pfarrei, der Jugend 2000 und ihrer selbstorganisierten Jugendbewegung wahr. Mehrere Familien aus Wildpolsried kommen dabei zusammen. Ja, also man macht zunächst dann natürlich die ganzen Kartage erstmal mit. Also wir treffen uns dann auch immer gemeinsam und schauen zum Beispiel The Passion an, also den Film am Karfreitag. Und ja, und dann am Ostersonntag ist dann bei uns immer in der Früh um 5 oder 4 ist die Osternacht, also ganz früh aufstehen. Und dann danach gibt es ein dickes Osterfrühstück mit vielen Süßigkeiten und da darf dann alles das wieder gegessen werden, was man, also auf das man verzichtet hat dann die 40 Tage.
Bei aller Vorfreude auf Ostern wollen Jana und Theresa zunächst die restliche Fastenzeit reflektiert durchleben. Ein gutes Beispiel dafür, dass auch junge Erwachsene ihren Glauben ernst nehmen, auch wenn das in diesem Fall heißt, Opfer zu bringen. Für die beiden ist dieser Weg jedenfalls erfüllt vom Bewusstsein über das Leiden Jesu und die Zuversicht des Osterfestes.